So, da sind wir wieder zurück. Space Marine 2, nächste Folge. Weiter. Weiter. Du sehnst dich nach dem Warp, nicht wahr? Zeig dich, Verräter! Was ist los, Bruder? Das Artefakt ruft dich, Titus. Ich werde es zerstören. Mit wem sprecht ihr? Hört ihr ihn nicht? Nein. Billige Tricks. Ja, ja. Den falschen Imperator und seinen Marionetten. Uns wird man nicht so einfach los. Because the Ura hat euren Untergang trotzdem. Schön, ja. Den schnapp ich mir, den Schild. Moin. Zurück in den Warp mit dir. Scheiß Chaos-Terminatoren. Ich will auch Terminator sein. Mann, Terminatoren sind cool. Du da di da di di do do. So, Schild wiedergeholt. So, tschüss. Und auch du, dir trete ich auch in die Fresse. Oder ich reiße dein Gesicht raus. Und trete dann in die Fresse. Was noch, Alter? Komm. Das ist nicht der Standort einer Mechanikus-Makrowaffe. Eine Ausgrabungsstätte. Ja, unser Weg führt in die Tiefe. In die Tiefe rein. Pyron und Resilient. Wir treten Mechanikus Ausgrabungsstätte. Bitten um Karten des Gebiets. Geil. Was denn? Kein Zugriff auf Anordnung des Adeptus Mechanicus. Hier spricht Leutnant Titus. Anfrage autorisiert. Abgelehnt. Aurora-Siegel benötigt. Identifizieren Sie sich. Wie beschissen. Ja, wie beschissen. Den hol ich mir. Zack. Ich muss gestehen, ich mag die Rüstungsverzierung von den 1000 Suns total gerne. Oder von den 1000 Söhnen. Nee, was ist das denn für eine Waffe? Die will ich doch ja nicht. Bereit für Spezialtaktik. So. Aber eigentlich kriegt man hier mit dem Hammer echt gut platt. Wenn man nicht hier permanent irgendwie festhängt, dann kriegt man die wirklich gut erledigt. So. Die Waffe ist doch scheiße, die habe ich doch gar nicht ausgewählt. Ciao. So, das. Weg, Junge! Tschüss! Der elektrische Hexer ist umgebracht. Nichts.
gut. Also Hammer ist auf jeden Fall geil. Hammer macht richtig Spaß. Müssen wir es mal. Ja. Das will ich. Scheiß Plasmawaffe. Sagte Nemeroth, der Verräter. Glaubt ihr das? Ihr glaubt es. Ich dachte, es sei zerstört worden. Anscheinend nicht gut genug. Dieser verfluchte Erzmagos. Wenn es von Verderbnis befallen ist, müssen wir es für immer zerstören. So ist es. Quarantänezone. Dekontaminierung erforderlich. Führe biologische Reinigung in der Kammer durch. Reinige mich. Mikrobieller Index liegt bei 1,2%. Beginne Sterilisierung. Ich dachte, ich käme jetzt die Katze hin, aber kommt nicht. Anzeichen vom Leben auf diesem Planeten. Das ist eine Gruftwelt, Bruder. Sie gehört den Toten. Einfach nur der Ladebildschirm. Ich weiß es nicht. Es bleibt. Hier kommt alles aufeinander. Alles kommt hier zusammen. Ja, geil, Alter. Aber ich befürchte, wir nähern uns bald dem Ende. Das wäre schade. Ich mag das Game sehr. Auch wenn mir die Aufnahme kaputt gegangen ist. Naja, egal. Ja, keine Katze. Reduziert. Sie dürfen weitergehen. Machen wir das doch. Sicherheit. Interessante Wortwahl. Schade, dass die Kammer keine Verderbnis entfernen kann. Dafür sind wir zuständig. Bohrer. Alte Ruinen. Alte Ruinen. Zur Tarnung ihrer Forschung. Wohl eher das Forschungsobjekt. Da geht's lang, dann gucken wir mal, was hier so liegt. Katzen. Alte Symbole von Mächten der Verderbnis. Von Narren eingraviert. Lange bevor der große Kreuzzug die Welt erleuchtete. Sie stammen nicht von den Anhängern des Warp. Woher wisst ihr das? Das wirst du bald selbst sehen. Cheetos einfach Universalgelehrter. Weiß einfach alles. So, offensichtlich geht's da lang. Gibt's hier bestimmt wieder irgendwo eine Audiodatei, die ich dann wieder überspielen kann. Der Erzfeind ist tief in diese Höhlen eingedrungen. Vielleicht sogar bis zum Aurora-Gerät. So. Diese Ruinen sind riesig. Warum interessieren sich die Mars-Adepten für altes Gestein? Wir wissen nicht, welche Geheimnisse es birgt. Ein Granatenüber. Mir egal. Hauptsache ist. Ein Granatenüber mit. Ah, ich guck nochmal, ob hier vielleicht irgendwo ein Audiolog liegt. Ich habe irgendwie das Gefühl. Ich habe da sowas im Gefühl. Multimelter, den will ich nicht mitnehmen, aber das ist geil. Nee, ich glaube diesmal nicht. Aber Stimpack auf jeden Fall wichtig.
Und richtig. So, hier holen wir uns mal die Schilde wieder. Weg mit dir und Hammer in die Schnauze. Bong. Exekution. Guter Kampf. Nichts ist. Du weißt nichts über Bruderschaft. Leutnant? Mehr billige Tricks. Ich bin sick mit dieser Waffe. Warte mal, das geht? Hä? Geil. Stimmt gut bei Bosskämpfen. Hab da so ein Gefühl. Ups. Munition, Medic, jawohl. Präzisions, nee, kein Bock. Oder doch? Nee, schau mal, scheiß drauf, wir gehen rein. Wir gehen rein. Ding dong. Nee. Doch. Das wird mir gute Dienste leisten. Die bekämpfe ich nur im Nahkampf. Ohne Witz. Macht viel mehr Spaß. Terminator. So, und schwupps. Hopp ab, Digga. Und rüber zum nächsten. Das war's, wa? Ja. Beendet diese Schändung. Ich könnte schwören, das habe ich nicht gedrückt. Aber egal. Nehme ich. Bong.
So. Kriegst Hammer in deine Schnauze. Na gut, dann erst den hier. Ich sehe hier gar nicht. Geht's noch weiter? Die hören nicht auf. Die kriegen das Maul nicht voll. Wie viele Köpfe ich abreißen muss. Kein Fluch ist finster genug für diese Verräter. Habt Vertrauen. Wir geben ihnen, was sie verdienen. So, einmal kurz gucken, ob hier irgendwo eine Audiodatei rumliegt. Nö. Aber da hinten könnte was sein, oder? Nein, da liegt ein Lichtschwert. Gag. Gag. Erbärmliche Hexerei. Warum muss er das eigentlich mit seiner Faust so zerquetschen? Kann er nicht einfach dagegen boxen? Vielleicht war es bereits hier. Wie das? Ein Relikt aus dem dunklen Zeitalter der Technologie. Das ist Theresie. Das kann sein. Sie werden sich auf das Mars-Abkommen berufen. Die verdammte Suche nach Wissen. Das kann tatsächlich sein, ja. Uralte Maschinen. Da geht's weiter. Munitionslager. Munition gesichert. Den nehmen wir mit. Schwert nehme ich nicht. Den nehme ich mit. Geil. Das ist voll. Dann nehme ich einmal hier Munition ein. Und dann... ich meine natürlich Medizin, wenn ich Munition sage. Nee, ich bin Fan dieses Geräts hier. Na dann weiter. Das ist ein Arena-Kampf. 1000%. Ruf den Aufzug. Ja, hier geht's gleich zur Sache. Die kommen gleich von überall. Die Munitionskiste hier ist gleich richtig kacke am Dampfen. Kann man gerade hinsetzen? Die Ratten kommen. Ja, Hellseher. Komm, scheiß drauf. In die Schnauze. So. Schüsselchen. Einmal auftanken. Haben die Zeit da. Vor allem, er kriegt einfach irgendwie 6 Boltgeschosse in die Schnauze. Taumelt zurück, schüttelt seinen linken Arm. Terminator. Wir gehen Manridge. So. So, der ist weg. Der schüttelt seinen linken Arm und wird zersägt.
gebührend willkommen. Machen wir. Mindestens. Alles klar auf dem Ausgangs. Rein da. So. Bevor ich diesen Knopf drücke, beende ich die Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich glaube, wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.